Moin Leute und hey everybody, da ich schon als Mörder beschimpft wurde, weil ich Birkenwasser abgezapft hatte, um Birkensirup und Birkenbier herzustellen, möchte ich in der heutigen Zeit des Woker-Quarks, Gutmenschen, Gendersprechzwang, Ubiquitär-Rassisten, Veganer und anderer Ents des Minderheitendiktats ein altes Borretsch-Rezept aus Spanien von mir nach dem Denier-Cri überarbeiten. Moin Leute, buenos dias, hoy estamos en Andalucía, España. Ents Borretsch ist aus Nordafrika, Süd- und Osteuropa und aus Westasien migriert. Ents ist also ein Neophyt in Deutschland, sprich passt also perfekt. Die Wortherkunft der Gurkenpflanze Borretsch ist wichtig und recht krass, denn es ist für alle Ents etwas dabei. Der Name kann vom lateinischen Wort Borra für Gewebe aus rauer Wolle, vom arabischen Aburrach, Vater des Schweißes, und auch auf das keltische Wort Borrach, nämlich Mut, zurückgeführt werden. Die volkstümliche Bezeichnung, Volk darf man ja auch nicht mehr sagen, weil zu rechts, also eine frühzeitliche Bezeichnung war Herzfreude, wie gesagt. Aber Freude wird in Deutschland auch bald verboten werden. Sogar das Verfärben der Blütenblattblätter vom herrlichen Blau zu Rosa ist bestimmt dem aufoktroyierten Mainstream gewidmet. Die Blüten sind anfangs nämlich protandrisch, also vormännlich und herrlich blau. Das heißt echt so und war bestimmt schon bei der Beschreibung der Pflanze von Linné 1763 rassistisch gemeint. Vormännlich sollte unbedingt in Vorens geändert werden. Später werden die blauen Blüten dann endlich rosa und weiblich. Allerdings können die Hardcore-Feministinnen und Gefolge die blauen Blüten in Essig schmeißen. Dann werden sie sofort rosa. Das nennt man ganz unverfänglich Lackmusreaktion. Es gibt mittlerweile sogar Gender-Borretsch mit weißen Blüten, der entsprechend angepasst wurde. Für alle, die noch nicht wissen, wo die Reise hingeht. Früher wurden die blauen Blütenblattblätter als Augenweide in Cocktails oder als Garnierung zum Essen gereicht. Heutzutage ist dies endlich auch mit rosa und weißen Blütenblattblättern gemäß des jeweiligen Genre möglich, ohne als Bartender für rassistisch oder als intolerant gehalten zu werden. Beim Verzehr von Blütenblattblättern ist jedoch zu beachten, dass nur die Blütenblattblätter, also nur die blauen, rosa, weißen benutzt werden und nichts anderes der Blütenteile. Die bleiben sonst im Hals stecken. Die Blütenblattblätter verschönern außerdem das Müsli am Morgen oder mit Puderzucker bestreut und getrocknet dürfen sie wie Schlüsselblumenblüten als Süßspeise herhalten. Ja, ich weiß, Schlüsselblumen sind in Deutschland auch geschützt. Auf der kulinarischen Seite und in einer Zeit, wo die Menschen nur Kohldampf hatten, hieß die Pflanze einfach Gurkenkraut. So zeigt diese Wortherkunft einfach nur platt auf den gurkenartigen Geschmack hin. Nichts deutete damals auf den degenerierten Sprech von heute her. Die Leute hatten andere Sorgen. Die rauen Blätter haben einen gurkenähnlichen, erfrischenden Geschmack und können roh von der Pflanze direkt in den Mund wandern, sofern der Hunger größer ist als die raue, pelzige Konsistenz. Die rauen Blätter des Borretsch können klein geschnitten als Gurkenersatz in Salaten gegessen werden, wobei das allerdings durch die harten Borsten auf den Blättern gewöhnungsbedürftig ist. In Suppen und in Streifen geschnitten oder als Spinat angemacht, munden die Blätter angenehmer. Wobei dann leider der sehr hohe Vitamingehalt von um die 150 Milligramm pro 100 Gramm Frischgewicht reduziert. Borretsch ist ein Bestandteil der grünen Soße in Mittelhessen und im Raum Kassel, wo nach unterschiedlichen Rezepten die Suppe als ein typisches Gericht der hessischen Regionalküche zubereitet wird. Borretsch wird dort auf regionalen Wochenmärkten und im Lebensmittelhandel verkauft. In Italien wurde dieses Gericht vermutlich von den genuesischen Kreuzfahrern schon während der Belagerung Jerusalems im Jahre 1099 erfunden, wo wilde Kräuter gesammelt und als Suppe gekocht wurden. Dies ist heute noch in Italien als Delikatesse unter dem Namen Preboggion zu finden. In Aragon, Spanien, werden die Blätter in Salzwasser gekocht und als Spinat mit Kartoffeln, Oliven als arme Leuteessen serviert. In anderen Regionen Spaniens werden die Blätter in süßem Teig frittiert und als Crespillos de Broja oder als Papo Viejo Süßspeise gereicht. In Frankreich und Italien gilt er als Luxusgemüse, fein und würzig zart. In Deutschland wird vor allem vor den Pyrrolizidin-Alkaloiden gewarnt, da alles hier unglaublich gefährlich ist. Weiter wird den deutschen Imkern höchststaatlich geraten, Borretsch-Honig zu punchen, damit er nicht zu giftig ist. Kein Scheiß! Wie gesagt, Borretsch oder Herzfreude, alles verboten im neuen Deutschland.
Die Ökoheiler-Fraktion allerdings preist Boric-Samenöl aus den etwa 3 mm großen schwarzen Samen mit Omega- und Linolensäure an, obwohl auch in den Blüten Pyrrolizidin-Alkaloide vorkommen. Das wurde natürlich in der Beschreibung vergessen anzugeben. England wäre nicht England, wenn es dort aus dem Boric nicht Fusel gemacht worden wäre, wie den Pimm's Gin Liquor von 1823 oder geschmacksgebend in Gilpin's Westmoreland Extra Dry Gin. Na denn, Prost, Leute. Alles wird gut.